Sehr verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, danke, dass Sie sich bei Medienklagemauer TV wieder zugeschaltet haben. Heute dürfen wir Sie wieder an einem Sieg in der Medienwelt teilhaben lassen. Bereits seit Monaten werden die Redaktionen der Mainstream-Medien wegen ihrer einseitigen und nicht wahrheitsgetreuen Berichterstattung, wie zum Beispiel zur Ukraine-Krise, mit Protestbriefen entrüsteter Bürger bestürmt. Führende Medienorgane wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung beklagen sogar schon in ihrem redaktionellen Teil die Menge und auch die Vehemenz kritischer Leserbriefe. Der Deutschlandfunk diagnostizierte gar eine tiefgreifende Entfremdung zwischen den Medien und deren Nutzern. Doch jüngste Schlagzeilen wie Putin heizt den Konflikt an, belegen, dass die Hauptmedien allen Bürgerprotesten zum Trotz unbeirrt an ihrer einseitig gefärbten, ja sogar gefährlich kriegstreiberischen Berichterstattung festhalten. Welche Möglichkeiten bleiben jetzt noch, um gegen diese offensichtliche Medienmanipulation Abhilfe zu schaffen? Da die Proteste über die einseitige Berichterstattung bei den Medien nach wie vor ohne Wirkung bleiben, gehen allerorts die Bürgerinnen und Bürger angesichts dieses Informationsnotstandes vermehrt auf die Straße und verschaffen sich so nun öffentlich Gehör. Unser Kamerateam hat für Sie am vergangenen Samstag eine solche Demonstration in Karlsruhe begleitet. Und deswegen fordern wir bessere Medien, wir fordern andere Medien. Und weil diese Medien haben sich disqualifiziert, die haben sich vollkommen disqualifiziert. Und heute sind wir hierher gekommen, um dies einfach mal auf den Punkt zu bringen, dass wir diesen Medien nicht mehr glauben können, weil es einfach gelogen ist in viele Dinge, weil einfach in viele Dinge total nur eine Richtung da ist und keine Gegenstimme dazu da ist. Belastet uns die Sperre. Schluss mit Hexe, Schluss mit Lügen! Niemand weiß, dass ich Medienstießchen heiß. Heute hetz ich, morgen lüg, und übermorgen glaubt die ganze Welt. Wer den Fernseher eingeschaltet, merkt nicht, dass ich alles gleich geschalte. Ob Radio, Zeitung oder TV, ich lenke alles super schlau. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Medienstießchen heiß. Was halten Sie von der Berichterstattung im Ukraine-Konflikt? Das ist ballgebiegend. Also ich bin total empört, dass wir so wenig echte Nachrichten bekommen. Und vor allem finde ich, es ist nur eine total einseitige Nachricht. Was stört Sie an den Massenmedien in Deutschland am meisten? Oh, am meisten stört mich, dass man nur eine Stimme hört und nicht einfach die Gegenstimme auch dazu, sodass man selber sich eine Meinung bilden kann, wenn man beide Seiten hört. Ja, was stört Sie an den Massenmedien am meisten? Dass sie alle sehr gleichgeschaltet sind. Und ich möchte es auch, es wurde schon genannt, mal einfach ins Bewusstsein rufen, was für eine Macht hat zum Beispiel so eine Nachrichtenagentur. Es wurde die dpa genannt schon, ich möchte noch Reuters nennen, eine Nachrichtenagentur, die schon Mitte des 19. Jahrhunderts, später Mitte des 19. Jahrhunderts, wenn mir recht ist, eine Monopolstellung hatte, eine nachrichtliche Monopolstellung hatte. Und ich möchte es einfach mal ins Bewusstsein rufen, was für eine Macht ist das,
wenn ich eine Nachrichtenagentur habe, bin und kann alle Medien weltweit nehmen die Infos von diesen Nachrichtenagenturen und spucken das aus auf Radio, Fernsehen, Internet, auf allen Kanälen, Zeitungen kommen diese Infos von allen, von Taz, Faz, Zeit, Spiegel, Fokus, auf allen Kanälen weltweit, all diese Sendungen, es kommen die Nachrichten von diesen Nachrichtenagenturen, kommen an Milliarden von Menschen. Ich möchte es einfach nur mal ins Bewusstsein rufen, da kann sich jeder selber mal ein Bild machen, was für eine Gefahr, was für eine Macht haben die Medien. Denken Sie, dass den Medien auch eine Rolle zukommt bei den Kriegen in der heutigen Zeit? Ja, ich denke sogar, dass sie die Schlüsselrolle haben. Dass die Medien Ursache von Kriegen sind. Dass die Menschen gar nicht merken, dass sie falsch informiert sind und gar nicht merken, wer wirklich die Gegner sind. Wer wirklich die Verursacher der Kriege sind. Die Medien berichten so einseitig, dass wir es nicht merken. Ja. Sehen Sie auch einen Zusammenhang zwischen den aktuellen Kriegen und dem, was die Medien so berichten? Ja, auf jeden Fall. Und genau das ist unser Problem. Die Menschen werden verdummt und einfach nicht wird die Wahrheit gesagt. Und wir haben einfach dahingehend das Problem, dass die Medien, weiß nicht warum, nicht die Wahrheit sagen oder gesteuert werden. Ganz einfach, gesteuert werden. Dankeschön. Ich stelle einfach mal die Frage, in welche verbrecherischen Hände sind eigentlich unsere Medien geraten? Und möchte daran erinnern, was der Jürgen Elsässer gesagt hat. Wir sind in der gefährlichsten Situation in Europa seit dem 8. Mai 1945. Es ist eine dramatische Gefahr und deswegen stehen wir hier in Karlsruhe und demonstrieren gegen diese Kriegshetze der Massenmedien. Und ich denke, wir müssen mal aus der Geschichte lernen. Und das hat mich einfach sehr beschäftigt. Ich habe gemerkt, da haben die Massenmedien eine riesen Rolle darin. Es kam, jeder einzelne Krieg hat er aufgezeigt, begann mit irgendeiner Sache, die nicht wahr war. Es war ein Schiff, was versenkt worden ist, was zu einem Krieg geführt hat, oder angeschossen worden ist, was zu einem Krieg geführt hat in Vietnam. Die Folge war nachher 3 Millionen tote Vietnamesen und viele tote amerikanische Soldaten. Und die ganze Geschichte war nicht wahr. Es wurde im Nachhinein zugegeben, auch von Amerika zugegeben, es war gelogen. Die Frucht, so viele Tote. Ich möchte einfach auch mal, dass wir hier ein bisschen besinnlich werden, weil wir sind so ein Volk geworden, was sowas hört und nachher fragt, wie hat Bayern gespielt oder wie hat der KSC hier gespielt. Und wir vergessen das. Ich möchte mal einfach sagen, 3 Millionen tote Vietnamesen, das ist ganz Baden. Ohne Württemberg, Baden wäre weg von der Landkarte. Und das Ganze aufgrund einer Lüge. Und mich hat das einfach sehr beschäftigt, welche Rollen da drin die Massenmedien spielen. Ich möchte es einfach mal ins Bewusstsein rufen, dass wir beginnen, uns darüber nachzudenken, was für eine Macht die Massenmedien in unserem Leben haben. Ich glaube, Jefferson hat mal gesagt, dass Banken gefährlicher wären als stehende Armeen. Irgendwie so hat er es gesagt. Und mein Eindruck ist, die Massenmedien sind noch gefährlicher, weil in jedem einzelnen Fall, wo diese Kriege begonnen haben, aufgeheizt zu werden, dass die Bevölkerung auch offen war für Krieg, waren es die Massenmedien, die das verbreitet haben, bis das Volk offen war, in den Krieg zu ziehen oder einen Krieg zu befürworten. Ist dies nicht ein Sieg für eine neue Medienwelt, wenn Menschen, anstatt zu resignieren, nun sogar für bessere Medien auf die Straße gehen? Wenn sich mündige Bürger vom Gängelband der einseitigen und unwahren Berichterstattung beginnen, freizumachen? Wenn auch Ihnen bessere Medien auf dem Herzen liegen, werden doch auch Sie aktiv. Zum Beispiel, indem Sie auf diese Sendung aufmerksam machen. Ihnen wünschen wir noch einen wunderschönen guten Abend, bis morgen um dieselbe Zeit. Und wenn alle anderen die von der Partei verbreiteten Lüge glaubten, wenn alle Aufzeichnungen gleich lauteten, dann ging die Lüge in die Geschichte ein und wurde Wahrheit. George Orwell, 1984. Haben auch Sie ein öffentliches Unrecht zu beklagen oder von einem Sieg zu berichten? Bleiben Sie damit nicht allein.
Schreiben Sie noch heute an klagemauer.tv. Klagemauer TV. Nicht gläserne Bürger, gläserne Medien, Politiker und Finanzmogule brauchen wir.